Es gab heute eine Sache, die ich total geil fand. Wir zeigen's. Wir zeigen's. Wir erklären's nicht, wir zeigen. Show, don't tell. Ich bin ja eh schon nicht so der Riesenfreund vom Frühaufstehen. Jetzt habe ich es aber so weit verkackt gestern, dass ich die GoPro 10, die ich von David geliehen hatte, wollte ich ihm gestern zurückgeben, habe aber die Akkus leider zu Hause vergessen. Und er braucht die heute zum Dreh. Sagt er aber, kein Problem, ich komme am Abend ohnehin noch in deiner Wohnung vorbei, Marius. Kann ich die einfach abholen? Ich so, voll geil. Kein Ding, machen wir so. Hab ich dummerweise vergessen, war schon am Schlafen und hab David dann nicht mehr anrufen gehört, als er hier war. Ich hasse sowas. Ich hasse es, unzuverlässig zu sein. Das ist wirklich eine der Sachen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Deswegen habe ich ihn gerade zurückgerufen und gesagt, ich bringe ihm jetzt noch die Akkus schnell vorbei, bevor ich zum Büro fahre und zu packen für den Dreh. Also muss ich mich zusätzlich beeilen. Okay, let's go. Tut mir echt leid, ich hasse uns gar nicht. Das ist ja nicht schlimm. Okay, und jetzt direkt auf ins Lager packen. Also wir sind schon gepackt, wir müssen nur ins Auto werfen und dann ab zum Dreh. Ich bin jetzt etwas spät dran. Alright, ich bin mit Lisa zum Packen verabredet um 9 Uhr. Das ist viel eher mein Style. Nice. Moin. Moin. Alright, los geht's. Von die ganze Zeit hat sie nichts gemacht, aber dann, sie hat den Moment abgewartet, wo sie einmal was macht, damit man das Gefühl hat, boah, sie hat wieder alles gerettet. Du hast echt gut gelernt von den Jungs. Man muss dann den Schlüssel zählen in VR. Wir drehen heute in einem Haus, in einem dreistöckigen Haus, in gefühlt allen Stockwerken, mit ganz engen Gängen und engen Treppen. Und wir haben 1000 Räume, 1000 Lampen. Es ist mega geil, aber auch ein bisschen logistisch interessant. Was ist das hier? Das ist ein mega geil eigentlich. Hier ist einfach ein Loch. So eine Durchreiche von der Küche zum Esszimmer und das kann man mega geil nutzen. Joscha kam direkt rein und sagte, hier schießt mir durch und das ist voll das schöne Bild. Also wirklich zum Drehen mega chillig. Geiler Slider, geile Kamera. Und ich spiele die rechte Hand von einem Komparsen. Und Licht, Stativ. Und auch Thilo ist Stativ. So, wir sind wieder da. Wir haben jetzt auch schon 19 Uhr. Aber es gab heute eine Sache, die ich total geil fand, die ich nochmal kurz hier rekreieren wollte. Ich hatte nämlich letztens bei einem anderen YouTube-Video was gesehen. Wir zeigen es. Wir zeigen es. Wir erklären es nicht, wir zeigen. Show, don't tell. Wie fandest du es denn heute? Ich fand es sehr gut. Ich hatte mich gefreut auf den Slider und eine Vertigo-Fahrt, die jetzt nur digital passiert. Deshalb danke für nichts. Sorry. Aber der Slider war auf jeden Fall cool und wir haben heute immer wieder in sehr engen Räumen gedreht und das war dann natürlich auch technisch relativ begrenzt, aber ich fand schön,
Lampen aufzubauen und hier und da immer wieder was zu tun zu haben. Ich mag das gerne. Von daher war es für mich ein schöner Tag. Und was ist der absolute Endgegner für Kameras? Licht. Weiß nicht. Weiße Wände. Nachdem war es mir in... vorher schneiden war es. Ich wollte nicht mein Gestammel in dem Video haben. Ja, jetzt kommt es auf jeden Fall rein. Also, und zwar geht es um den Spotlight Mount. Was wir bisher mit dem Spotlight Mount immer gemacht haben, ist den zum Beispiel als Sonne zu benutzen, so einen Strahl im Hintergrund zu machen oder auch mal als Stylo-Element. Aber ich habe bei Lewis Potts heißt der Kanal, den gibt's noch nicht lange, kann ich sehr empfehlen, geiler Kanal für so Lichtkniffe. Und bei dem habe ich einen anderen Verwendungszweck für den Spotlight Mount gesehen, den wir heute direkt mal ausprobiert haben. Und von der Theorie her ist es ziemlich geil, von der Praxis auch. Komme ich gleich noch zu. Und zwar... Willst du die Situation beschreiben? Weißt du überhaupt, worauf ich hinaus will? Ja, ich kann dir die Situation beschreiben, so wie ich sie heute verstanden habe. Ja, mach mal. Was hatten wir heute für eine Nämlich Situation? Nämlich, wir hatten heute erstmal die grundsätzliche Situation, dass die Räume sehr eng waren und man mit den Stativen nicht so dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Und Marius hat sich gedacht, ich erinnere mich da an ein Video, es könnte die perfekte Lösung sein. Und zwar, dass man eine beliebige Lampe an diesen Spotlight Mount montiert und das Stativ einfach woanders in den Raum stellt, nämlich genau da, wo gerade Platz ist, und den Spotlight Mount an eine Wand richtet, um den Bounce zu nutzen und das Objekt so zu beleuchten. Dann hat man nämlich eine platzsparende Lösung. Im besten Fall steht das Stativ dann nicht im Weg. Bei uns stand es immer noch so halb im Weg, aber es war trotzdem eine sehr gute Lösung. Und kriegt im besten Fall so viel Bounce zurück, dass man den gewünschten Effekt hat. Ich habe das Gefühl, dass man nicht so richtig versteht, was jetzt der Spotlight Mount daran so besonders macht. Deswegen ganz kurz zur Erläuterung dazu. Der Vorteil ist, dass es keinerlei Spill gibt. Man kriegt irgendwie nichts auf Bereiche, die man nicht beleuchten möchte. Das geht nur, also nicht nur, aber es geht vor allem richtig geil mit diesem Spotlight, mit einer richtig harten Quelle, die nicht irgendwie noch in eine andere Richtung schießt. Ja. Und jetzt weiter. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Fall, dass Lisa hier sitzt und unsere tolle Studiowand vor sich hat und nur durch den Spot, der gegen die Wand klatscht und hier zu einer riesengroßen Fläche wird und dann schön zurückbounced, und wir haben keinerlei Stativgedöns, wenn man hier keinen Platz hätte, hier muss keine eigene Lampe hin, sondern es kommt wirklich nur über den meinetwegen sehr weit entfernten Spotlight Mount. Finde ich ziemlich cool, was man hier nämlich machen kann. Ich kann das Licht auch formen, wenn ich zum Beispiel sage, ich will ein bisschen mehr Fill oder ich will ein bisschen weniger Fill, kann ich das einfach hier so formen, wie ich möchte. Und es kommt dann entsprechend an den verschiedenen Seiten mehr oder weniger an. Nice! Mir ist gerade ein Nachteil eingefallen, soll ich den schon droppen? Ja, gib mal. Ja, also ich habe ja heute Ton gemacht am Set. Und ich hatte nicht nur in der Situation, aber immer wieder über den Tag das Gefühl, dass ich mache es im Weg stand. Wie kann das so sein? Weil immer eine Lampe im Weg war, wo ich dann genau zwischen dem Protagonisten und der Lampe stand, weil man nämlich nirgendwo sonst in diesem Raum stehen konnte. Und dann, ja. Aber das ist immer ein Tonproblem. Das ist wirklich immer ein Tonproblem. Aber das macht es natürlich nicht leichter, wenn man nämlich durch den halben Raum eine Lichtquelle aufbaut. Komm du erstmal in meine Situation. Und einfach, um das nochmal kurz zu verdeutlichen, wie es hier ohne diese Lampe aussehen würde. Und wie sieht's aus? Ich dachte, wir nehmen dafür einfach die Godox 100 SL Bicolor, irgendwie so ein ganz schwieriger Name. Ja. Weil die ist Plug and Play, sprich, man steckt nur ein Stromkabel rein und das war es, keine komischen Zwischenteile oder sowas. Das Problem ist, die ist farblich so derbe off. Also wir hatten die auf 5600 Kelvin, um irgendwie mit den anderen Lampen zu matchen. Und die ist einfach Magenta pur. Das, ja, das war echt krass. Krasser Unterschied. Das ist ein bisschen nervig. Okay, das war die Mini-Lichtschulen-Bonus-Situation. Wir machen das häufiger nach so Donnerstagsdrehs, dass wir noch schnell irgendwie so ein Lichtding machen. Weil es halt voll geil ist, das irgendwie selber auszuprobieren und dann zu denken, ah ja, geil, und das will ich jetzt teilen. Ja. Okay, super. Der Akku ist jetzt auch leer. Das heißt, ich würde sagen, wir beenden das hier mit dem Hashtag des Tages, der da ist. Enge Räume, große Träume. Nice. Nice. Der kann gut. Okay, und dann sehen wir uns morgen. Lisa, willst du nochmal beenden? Du durftest gestern ja schon. Ich wollte dich eigentlich jetzt in dem Beenden unterbrechen und das selber machen. Aber Scheiße. Jetzt. Alles klar, dann vielen lieben Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns morgen. Das war zu gescriptet. Tschüss. Au.